So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge From the Euro Truck Simulator. Letzte Folge haben wir mit einem krönenden Unfall die Aufnahme beendet. Ja, so viel zu dem Experiment, zu gucken, was passiert, wenn wir zu viel geschlafen haben. Ja. Ist ja schön. Aber 41% auf Liga Schaden. Heieiei. Warte mal ganz kurz. Können Dann wir. lass Wir uns können doch loslegen. einfach. Wir können doch jetzt. Kann ich doch. Warte mal kurz. Motorfehlfunktion. Umgehen. Werkstatt aufrufen. Aufsuchen. F8. Oh. Ja gut. Unsere Fracht ist natürlich auch ein bisschen beschädigt. Ganz klar. Wenn ich jetzt zur Werkstatt abschleppe. 500 Euro. Eine Stunde 13 Minuten. Okay. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ja. Mach das mal. Heieiei. Neu berechnen. Oh, es regnet. So, in dieser Folge machen wir mal ein bisschen gegen das System hier. Irgendwann mal Wartung hier, damit wir wieder fahren. Aua! Oh. Oh. Alter, ich bin ja voll gegen das System. Jetzt sind wir noch verschuldet hier, oder was? Lol. Und es regnet. Lol. Na, zu dem Miku, bist du feucht? Biege nach rechts ab. Och, ich hab doch gerade repariert, mein Freund. Das geht doch gar nicht hier. Da kannst du mal direkt hier links reinfahren. Mensch, das Kinder. Hä? In der Anzeige unten stand gerade 3% und jetzt steht da unten aber 4%. Ja, fahr weg. Los, ich muss reparieren. Oh. Wir fahren bei Herzog Miku auf. Was jetzt? Wie jetzt? Wo jetzt? Okay. Oh. Ach so. Gut. Wisst ihr was? Leckt mich. Wo war das? Da. Eins. Let's go. Okay, lass uns eine neue Route Was finden. machen die mit mir? So fühlt man sich, wenn Neue man. Route finden. So fühlt man sich, wenn man auf dem Schulhof in den Schwitzkasten genommen wird. Ja. Ab in die Insolvenz. Easy. Wow, wir haben Schulden gemacht. Oh, und wir haben eine E-Mail bekommen. Sie haben Ihr Konto überzogen. Ach, Sie haben Ihr Konto stärker belastet, als es Ihr Kontostand zugelassen hätte. Als Reaktion darauf haben wir Ihnen für die nächsten Tage einen gebührenfreien, kurzfristigen Kredit gewährt. Wow, sodass Sie Gelegenheit haben, die Situation zu lösen. Wir möchten Sie freundlich bitten, für Ihr Konto baldmöglichst eine aus, aus. Kann ich nicht einfach einen Kredit aufnehmen? Tada! Oh! Schon wieder eine E-Mail. Kontoüberziehung ausgeglichen. Wow! Ich habe bei euch meine Schulden mit dem Kredit ausgeglichen. Warum macht ihr da jetzt die Freudensprünge? Ihr seht das Geld nie wieder. Ist euch klar, oder? Ach, Mann. So. Wir sind immer noch müde. Rechts Sehr ab. schön. Aber es passiert halt nichts weiter, ne? Das Einzige ist, dass es jetzt regnet. Ach so, oder kriegen wir jetzt Bußgeldstrafen? Das kann natürlich sein. Ich mache mal kurz hier Bußgeld an. Wo ist denn das? Da. Da. Bußgelder. Bup. Nee, das Geld bekommen wir auch keine. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Was bringt das Ganze denn? Biege nach rechts ab. Das passiert also. Wow!
Ist nicht dein Ernst. Sekundenschlaf. Lol. Okay, das ist cool. Wow. Ja. Kriegen wir da jetzt irgendwie auch Bußgeld dafür? Nee, ne? Oder doch? Okay, also man fängt auf jeden Fall an zu dösen. Das ist natürlich schon dezent realistisch. Ja, okay. Was? Oh, ja. Also während man döst, kann man auch den LKW nicht mehr... Oh, okay, man kriegt doch Bußgelder. Okay. Und ich habe gerade probiert, während ich gedöst habe, mal zu bremsen. Das hat auch nicht funktioniert. Das heißt, während man döst, kann man auch nicht mehr interagieren. Lol. Gut, dann würde ich mal sagen, interessant. Wir laden mal wieder unseren Speicherstand hier. Sehr cool. Tatsächlich cool. Aber, ja. Schön. Hätte was auch geklärt. Noch Bußgelder wieder deaktivieren. Weg damit. Braucht keine Sau. So. Okay, wir fahren los. Wir werden müde. Ja, ist ja gut. Oh. Okay, jetzt kommt sofort. Achso, genau, wegen der Zeit gucken. Okay, also jetzt ist gerade eine Minute vergangen. Jetzt ist es gerade 10.31 Uhr geworden. 3 Sekunden waren es, ne? Die sind jetzt schon längst vorbei. Also die Zeit vergeht tatsächlich auch langsamer. Ist ja auch logisch, weil die Geschwindigkeit, die wir fahren, bleibt ja die gleiche. Das heißt, wenn die Kilometer länger werden, aber unsere Geschwindigkeit in-game gleich bleibt, dann muss ja auch die In-game-Zeit langsamer werden. Ne? Ist ja eine Korrelation. Alkoholiker. Oder so. Gutchen, dann machen wir mal hier Pause. Können wir einfach direkt drauf fahren? Ja, ne? Kann ich jetzt hier Pause machen? Ah ja, kann ich. Okay. E und Enter. 20 Uhr. Ja, jetzt fahren wir natürlich wieder nachts. Auch sehr geil. Ich habe vergessen, die Handbremse anzuziehen. Oh ja. So, Schaden dürfen wir ja keinen haben. Haben wir gerade das repariert. Genau. Oh, 90 Euro? Was? 10 Euro Motor, Getriebe? Achso, ja gut, die klassischen Abnutzungen wahrscheinlich. Ja, das meiste ist natürlich die Räder. Klar, die Reifen haben natürlich Abnutzung. Ansonsten, alles andere bleibt, ist heiler. Ja, komm hier. Geschenkt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen tanken. Tanken ist... Wo ist denn tanken? Ach, hier gibt es ja keine Tankstelle. Das dürfte wahrscheinlich wieder so ein Jobcenter sein. Und tanken können wir... Gut, hier hinten können wir tanken. Ich meine, wir haben ja noch ganz viel Tank. Aber ich wollte eigentlich jetzt gleich direkt hier tanken, ne? Fragezeichen? Ah, jetzt wo ich wieder rausfahre. Jetzt merkt er, dass ich hier bei einem MAN-Händler bin. Auch nett. So, fahre ich hier kreuz und quer über den Grasstreifen? Was ist denn los? Können wir mal bitte wieder fahren wie normale, zivilisierte Menschen? Ist das so schwer? Ja los, fahr! Das macht Laune, du.
So. Was? Okay. Oh, da gibt's einen Unfall, da gibt's einen Unfall! Wie konnte das nicht zu einem Unfall führen? Biege nach links ab. Diese Kameras. Ja, schön hinter der Laterne, dass ich auch gar nicht sehe, was meine Vorderachse macht. Oha, ja, da wird's gefährlich. Boah, Alter, ich hab grad die Leitplanke fast geküsst. Ups. Kann ja mal passieren. So, 80 dürfen wir. Sehr schön. Dann machen wir das auch mal. Ja, auch schon wird's dunkel, ne? Mal, langsam hier Licht einschalten. Oh, guck mal da, der Polizei. Lichtkegel sieht man noch kein. Na gut. Da vorne sind schon wieder drei LKWs, die super langsam sind. Ich überhole mal. Na komm, zieh vorbei. Ja, schneller, schneller, schneller. Och Mädel. Zieh's jetzt vorbei oder nicht? Ah ne, er lässt mich vorbei. Oh, das ist aber lieb. Wow. Respekt. Und er fährt jetzt nach rechts auf die LKW drauf zu. Ja, lol. Ist ja dumm. Ah, schönes Ding. Und ist wieder nach links gezogen. Ja, das ist... Das, meine Damen und Herren, ist KI, wie sie lebt und lebt. So. Fahren wir einfach mal 110 km/h. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Geil. Welche Ausfahrt? Hier ist ja keine Ausfahrt. Hä? Ach doch, hier kommt eine Ausfahrt. Die Ausfahrt rechts. Okay. Oh, 60. Ja, fahren wir ein bisschen zu schnell. Was ist das denn für eine Konstellation? Hä? Was ist denn das hier? Ich bin verwirrt. Ah, ist ja wirklich eine Ausfahrt. Nee. Also laut Plan, also hier rechts, laut meinem Navi, was schon wieder falsch eingestellt ist, bleiben die Straßen nebeneinander. Hä? Oh, guck mal, die bleiben auch nebeneinander. Die führen wieder zusammen da hinten. Was ist denn das für eine Logik? Hä? Warum baut man sowas? Warte mal kurz. Hier irgendwas Besonderes bei der Straße? Nö. Die führen einfach nur aneinander. Hä? Muss ich das verstehen? Warum führt die Straße hier extra ab? Die
hier laufen sie einfach nur nebeneinander vorbei, ohne dass hier irgendwas Besonderes ist, dann führen sie einfach wieder zusammen. Oh, ich glaube, ich bin so noch auf der Straße. Nö, ich bin auf dem Panzstreifen. Warum fahren die denn da so langsam? Egal. Kann mir mal bitte jemand in den Kommentaren erklären, was das hier soll? Warum hier die Straße so extra? Vor allem, wir wurden ja auch auf die Straße geführt. Warum mussten wir hier lang fahren? Also laut Navi. Warte mal kurz. Gibt es irgendwelche Beschilderung? Hier gibt es eine. Ja gut, Geschwindigkeitsbegrenzung. Ah, hier gibt es Schilder. Motorräder, Auto und. Okay, ja, LKW müssen also da lang fahren, tatsächlich. Aber warum? LKW dürfen auch nicht überholen, ist ja klar. Hä? Ja, nee, also da wäre es mal cool, wenn ihr das mal in die Kommentare schreiben könntet, warum die LKWs hier so abgesondert fahren müssen. Ich meine, ich kann mir zwar höchstens denken, dass hier vielleicht Untergrund instabil ist und dementsprechend quasi halt die Straße besser befestigt ist, sag ich jetzt mal. Aber die hätten ja auch einfach die Straße hier unten befestigen können. Einfach ein bisschen dickeren Beton drunter packen können, fertig. Weil hier müssen jetzt auch mehr Beton drunter packen. Also es wird gerade dunkel, by the way. Oh, Alter, guckt euch diesen Sonnenuntergang an. Sieht das nicht geil aus oder was? Alter, also grafisch gesehen, das ist schon echt geil. Ja, wie gesagt, könnt ihr mir mal also, wenn ihr da wisst, was da abgeht, dann, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich ja schon sehr hart interessieren. So, der Rasthof da vorne, genau, ist auch der, wo wir Pause machen wollten. Also, wo wir hier tanken wollten, ne? Genau. Dann fahren wir da mal rauf zum Tanken. Ja, ich war schon wieder viel zu schnell. Neu berechnen. Geradeaus. Was? Wo bin ich denn hängen geblieben? Hey, ich häng doch nirgendwo. Nee, ist überall Luft. Muss ich das jetzt verstehen? Ach so, wahrscheinlich hat die Physik rumgespackt, weil die Physik sich nicht entscheiden konnte, ob mein Rad jetzt auf der Straße oder hier auf dem Bordstein ist. Das hast du bei Spielen so gerne mal, weil für die Spiele ist das Rad nicht elastisch, weil normalerweise, wenn das Rad auf den Bordstein geht, dann federt an der Stelle einfach der Reifen ein bisschen ein. Ein Spiel kann das nicht. Für ein Spiel ist der Reifen ein Objekt. Das heißt, entweder fährt er auf dem Bordstein rauf oder er ist nicht auf dem Bordstein. Und das Problem ist, was du da teilweise hast, dass wenn Spiele auch dieses Einlenken beim Hochfedern simulieren, dann heißt das ja in dem Moment, jetzt gehen wir wieder sehr tief in Spielelogik. Also du hast hier deinen Bordstein. Ja? Und das egal, also hier ist ein Bordstein, ja, also hier die Ecke, ne, das ist hier die Ecke. So, hier ist der Bordstein, ja, hier ist so die Kante. Und hier ist dein Rad, was für das Spiel auch bloß ein Block ist. So, und wenn dein Reifen jetzt so ein bisschen
ich sag jetzt mal, auf den Bordstein rauf ist, dann hebt sich der Reifen hoch, weil er auf den Bordstein rauf will. Und durch das Hochheben federt ja das Rad ein. Durch das Einfedern wird er ein bisschen nach innen gelenkt, weil es ja gerade ja nach oben einfedert oder so. Und dadurch geht das Rad ein bisschen nach links und verlässt damit den Bordstein. Geht also wieder runter. Federt wieder raus, ist damit wieder im Bordstein, federt wieder hoch. Und dadurch kommt dieses Flackern, was man gerade scheinbar gesehen hat. Das hast du gerade bei älteren Spielen, hatte ich das ja häufig. Das kann man tatsächlich regelrecht provozieren, sowas. Wenn du halt einfach sehr langsam auf den Bordstein rauffährst, dann kannst du das richtig schön sehen. Ja. Können wir auch hier mal probieren? Ja, genau, das siehst du. Seht ihr das? Genau, da, dieses Flackern. Das ist genau dieses, dass, wenn er drauf ist, will er runter, wenn er drunter ist, will er wieder rauf. Genau, ja, jetzt ein bisschen noch speichern, genau. Ist die perfekte Position für das Spiel zu speichern. Wow. Ja, ich mache nichts Unanständiges im LKW, ja. Wer jetzt denkt, diese Bewegung kommt durch eine gewisse Aktion, ja, durch eine Interaktion mit der Physik, dem muss ich sagen, leider nein. Betonung auf leider. So, wir wollen mal tanken. Oh, jetzt ist das sogar noch schneller hier. Oh, wir kommen zum Höhepunkt, Okay, komm. Schön. Wusste ich gar nicht, dass sowas bei modernen Spielen auch noch passiert. Ich dachte, moderne Spiele haben schon längst Spielerlogikmechanismen dagegen. Aber wie man sieht, ist das bei modernen Spielen tatsächlich noch genauso wie früher zu Zeiten, wo ich Alarm für Cobra 11 gespielt hatte. Oder ähnliches. diese Episode ist jetzt FSK 18. Nicey. Okay, komm. Wollen wir mal ein bisschen die Physik-Engine hier ein bisschen entlasten, ne? Aber gut zu wissen, ne? Dass das tatsächlich auch noch so ein Ding ist. Schön. Ah, das war zu schnell. Ja! Doink. Oh mein Goodness, das geht ja ab hier, Alter. Ui. Schön. Finde ich geil. Finde ich sehr geil. Lass uns eine neue Route finden. Ah, da habe ich ja wieder ein Spielzeug gefunden, du. Immer geradeaus. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Die Frage ist, bekommen wir dadurch Schaden? Nee, sieht nicht so aus. Sehr schön. Das wäre doch schlimmer, wenn man durch sowas jetzt Schaden bekommen würde. Weiß nicht, Stoßdämpfer explodiert oder sowas. Aber cool. Ist ja sehr geil, das Ganze. So, jetzt mal wieder hier auf den Straßenverkehr achten. Ich bin schon wieder viel zu schnell. Und mal Licht anmachen hier. Also, noch mehr Licht für euch, für YouTube. So, muss ich da... Ah, ne. Ich kann auch einfach gerade... Nee, doch. Wo muss ich denn langfahren? Ich muss nach links, tatsächlich. Gut, der hinten lässt mich vorbei. Sehr schön, danke. Und dann fahren wir einfach mal. Aber schön. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ach ja, klar, genau, das war letztens bei dieser Sondertransport, ne, wo ich meinte, genau an den Stellen, wo das Spiel nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte, merkst du, wie ein Spiel funktioniert. Das ist wieder genau so eine Stelle, ja. Dann kannst du dir mit logischem Denken ganz genau erklären, was genau da passiert in dem Moment. Das ist schön. Vor allem, es gibt ja auch Spiele, die simulieren gar nicht das Einfedern des Rades,
Weil ältere Spiele zum Beispiel, die haben sowas nicht gemacht. Die haben einfach nur das Rad hochgefedern lassen. Das Problem ist, dass ja in dem Moment, wo das Rad einfedert, wird ja auch der gesamte Wagen schräg. Und damit wird der Abstand kleiner, ne? Weil wenn du etwas hochfedern lässt, wird ja der Abstand zwischen den Rädern so kleiner. Und genau damit hast du den gleichen Effekt. Das heißt, selbst wenn das Rad nicht einfedert, also nach oben einfedert, federt der gesamte Wagen zur Seite. Und damit hast du letztendlich den gleichen Effekt, nur etwas nicht so stark. Also so oder so. Ist schon cool. So, wir sind viel zu schnell unterwegs gerade. Was mache ich denn hier? Oh. Ja, klaro. Mic Drop. Bitte rechts halten. Weißt du? Man kann ja gerne sagen, dass man Leute übersehen kann auf der Autobahn. Gerade wenn es dunkel ist, weißt du, das ist vielleicht ein bisschen, weiß nicht. Aber ich fahre hier mit fucking Weitscheinwerfer an. Also mich kann man ja quasi nicht übersehen. Digga, alleine wenn er Richtung seines Rückspiegels guckt, ja, wenn er seinen Kopf leicht in die Richtung des Rückspiegels bewegt, dann wird er quasi durch mich schon geblendet. Also, wie konnte man mich nicht ankommen sehen? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Das sind sie wieder, diese Sonntagsfahrer hier. Noch 300 Kilometer, by the way. Gar nicht mal so schlecht hier. So, jetzt kommen wir wieder nach links hier. Es ist so dunkel. Oho. So dunkel. Lololo. Oh, ich höre einen Zug. Okay, ich habe mich geirrt. Das war kein Zug, Digga. Das war ein Dubstep-Partybus. Einmal schön bergauf fahren hier. Jetzt geht es wieder bergab. Denke ich mal. Ja, es geht bergab. Wir beschleunigen. Oh mein Gott, nein. Wir fahren zu schnell. Oh, schon 3 km/h zu schnell. Und wir werden wieder langsamer. Sehr schön. Himmelskrone. Okay. Ach ja. Freier Baum mit Marzipan. Tja, ich dachte schon, ich muss aus der Folge ein Mehrteiler machen. Aber ich glaube, die restlichen 250 Kilometer kriegen wir auch noch locker unter in der Folge. Cool. Das gefreut mir ja. Dann können wir hier nach erstmal, also nach der Mission, können wir dann, aber dann in der nächsten Folge, dann erstmal irgendwo wieder uns schlafen packen. Weil ich will die nächste Mission nicht mitten in der Nacht starten. So, links ist frei. Dann überholen wir mal. Ganz frech. Genau. In der nächsten Folge werden wir dann erstmal morgens schlafen, damit wir dann die nächste Frachtmission nicht irgendwo in der Nacht starten, sondern dann, wenn es wieder schön hell ist. Ne? Was ich halt auch geil finde, ist da vorne eine Umleitung? Boah, was ist denn da los? Schau, Lustige.
Boah, Alter. Das sieht ja mal schon ein bisschen mega aus, ne? Upsi, nee, Entschuldigung. Ich habe gerade jemanden weggerammt. Da hab ich den wohl angebumst. Was wollte ich sagen? Wo war ich gerade? Na genau, also dass wir halt die nächste Mission dann starten, wenn es wieder ein bisschen heller ist und man auch ein bisschen mehr erkennen kann. ja. Was halt durchaus wahrscheinlich Sinn macht. Aber sagt mal, kann es sein, dass der Regen tatsächlich wirklich rein zufällig ist? Weil jetzt nach dem Neuladen hat es gar nicht geregnet. Ne? Als ich vorhin meinen Crashkurs gemacht habe, da sind wir ja im Regen gefahren. Und jetzt nach dem Neuladen hat es nicht mehr geregnet. Achso, wir haben auch geschlafen. Dann haben wir den Regen wahrscheinlich überschlafen, okay. Weil es gibt ja in Spielen zwei Möglichkeiten, Zufälle zu generieren. Einmal diese echten Zufälle, was technisch auch bloß Pseudo-Zufall ist, aber das wirklich geguckt wird, okay, jetzt regnet es, jetzt nicht, jetzt regnet es, jetzt nicht. Und dann gibt es ja auch noch diesen klassischen Pseudo-Zufall, wo einfach beim Spiel irgendein Seed drin ist und aufgrund diesen Seeds wird quasi eine Zahl berechnet zu jedem Zeitpunkt. Was man daran erkennt, dass die zufälligen Ereignisse immer zur gleichen Zeit stattfinden. Das heißt, wenn es jetzt 13 Uhr regnet und ich lade das Spiel neu, dann wird es wieder ab 13 Uhr anfangen zu regnen. Und wenn ich jetzt wieder das Spiel neu lade, wird es wieder anfangen ab 13 Uhr zu regnen. Ja. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. So. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Wie sieht eigentlich unser Hänger bei Nacht aus? Ganz schön schwarz-weiß, ne? Naja, nachts sind alle Katzen grau. Das sieht wirklich ultra schwarz-weiß aus, ne? Das sieht original aus, als wenn es ein Schwarz-Weiß-Bild wäre. LOL. Kann es sein, dass das Spiel tatsächlich dieses Schwarz-Weiß-Sehen in der Nacht versucht zu simulieren? Sehr interessant, tatsächlich. Sehr interessant. Vor allen Dingen jetzt schön viel Licht, ne? Jetzt, wo wir auch bei dem Anhänger, also bei dem Auflieger, mehr Licht da dran haben, ne? Hier haben wir ja hier erweitert, da haben wir ja dieses Upgrade gekauft. Hier hinten aber auch schön Licht, also leuchtet schon echt schön der Hänger. Im Dunkeln. Kann man schon echt so sagen. Oh, da vorne ist schon wieder Unfall. Oder, nee, ist bloß eine Kontrolle. Sieht schon stylisch aus, der LKW. Diese schönen vielen Lämpchen. Wäre natürlich geil, wenn man hier oben auch noch so eine Lampen anbringen könnte. Ne? Das wäre natürlich noch geiler, wenn der quasi überall ein bisschen leuchtet. Aber, ich meine, wir können jetzt hier richtig Partybus machen. Ja. Ein bisschen Party. Naja, so viel Party ist es jetzt auch nicht. Aber wir können da mithelfen. Yeah, Party hard. Wir fahren Partyboot. Party. Digga, Disco. Oh my goodness. Okay, komm. Ruhig jetzt. Alle beruhigen hier. Alle beruhigen. Aus. Ende. Ich hab gesagt, aus! Okay, das wird zu viel aus. ja, let's go.
Okay, wenn der LKW-Motor... Stimmt, ist mir vorhin schon aufgefallen. Wenn der LKW die Motorbremse aktiviert, um in diesem Speed-Bereich zu bleiben, dann macht er dabei auch die Bremslichter an, tatsächlich. Cool. So, da vorne der LKW, der fährt wieder ultra langsam. Das heißt, da werden wir dann den mal wieder hier schön überholen. Links neben uns ist ja weitestgehend frei. Ganz hinten kommt ein Auto, aber der braucht auch noch ewig. Das heißt, wir ziehen einfach mal links dran vorbei. Ja, gut. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Na, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das mal. Noch 50 Kilometer. Haben wir fast geschafft. Ausfahrt rechts. Links ist frei, okay. Dumm-di-dumm-di-dei. Was leuchtet denn da? Achso, Schilder. Oh. 80 km/h. Ja. Wenn du das sagst, dann... rechts war doch sowieso ein Schild mit 80 km/h. Warum ist das denn oben nochmal ausgeschildert? Das macht ja mal gar keinen Sinn, du. Da ist der Partybus wieder. Ja, Mann. So klingt es, wenn neben dir ein LKW vorbeifährt, wo Squillix läuft. So, da vorne müssen wir runter. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So, ah cool, da wird auch gerade grün. Wir ziehen aber mal nach links. Und wieder nach rechts. Da vorne ist das Ziel. Yay. Immer geradeaus. Ja, wir fahren viel zu schnell. Wieso piept denn der LKW nicht? Normalerweise piept er doch, wenn wir zu schnell fahren. Was ist hier los? Okay. So, das ist ein Fragezeichen. Plus eine Arbeitsagentur. Naja.
So, wir müssen gleich nach... Wir müssen erstmal hier stehen bleiben. Ja, die Ampel sehen wir jetzt nicht so sehr. Doch, da vorne sehen wir sie gleich. Noch ein Stück, noch ein Stück. Hey, wo ist die Ampel? Ach, da. Oh. Ja, genau hinter dem Rückspiegel. Danke dafür. So. Und wir sind immer noch vor der... hinter der... Oh, wir haben... Wir waren immer noch hinter der weißen Linie. Also alles im Grundbereich. So, da müssen wir jetzt nach links rein. Achso, hier noch nicht? So, der nächste. Da jetzt. So. Oh, wird grün. Lass mich bitte vorbei. Danke schön. Hier endet es. Wo denn? Da. Das war viel zu weit rechts. Stopp. So. Let's go. Ausgezeichnet. So. Boah. Wieso haben wir so viel XP bekommen? War doch gar kein Schwerlandtransport. Oh, okay. Fernfahrt, deutsche Fracht und dringende Lieferung haben wir jeweils fast 200 EP bekommen. Das ist natürlich... Uiuiui. Okay, ich habe also doch mit der Zeit. Das kann nicht mal so schlecht fortfahren. So, wir haben einen Punkt und wir wollten ja erstmal hier oben die Sachen voll machen, ne? Das hatte, genau, hier war plus 5%, hier war plus 5% und hier war auch plus 5%, plus 3%. Ja, genau, dann machen wir erstmal hier vorne die Dinger. Und da würde ich mal sagen, machen wir mal zuallererst explosive Stoffe. Nö. Brennbare Feststoffe. Toxische, infektiöse Stoffe, ätzende Stoffe. Tja, was ist davon am weitesten verbreitet? Wo kriegen wir am meisten? Komm, wir machen einfach von links nach rechts. Fertig. Anwenden. So. Okay, dann soll es das damit erstmal gewesen sein. Speichern. Ja, die Mod hat auch gut funktioniert. Das heißt, wir können unsere alten Speicherstände wieder verwenden. Also ich speichere dann 2 und 1. Ist ja sehr cool. Dann machen wir das am besten auch mal. Und da man hier immer die Vorschulbilder so schön sieht, stellen wir mal uns mal schön in ein wunderschönes Licht. So. Es ist halt viel zu dunkel. Warte mal kurz. Komm. Wenn wir schon mal hier sind. Achso, hier kann man ja keine Pause machen auf dem Gelände. Gut, dann können wir mal schnell hier irgendwo hinfahren, wo man Pause machen kann. Da hinten zum Beispiel. Moment mal, kann man überhaupt Pause machen? Was ist denn das? Ich fahre mal lieber hier hin. Das sieht eher nach dem aus, wo man Pause machen kann. Jo, fahr. Fahr, ist grün. Das ist alles im grünen Bereich. Vor allem, ich war gerade wieder zu schnell, aber er warnt mich gar nicht mehr. Warte mal kurz. Gameplay. Müsste ja hier gewesen sein, ne? Physikalisch, Rotation, den Deutsch. Wo war denn das? Wo war dieser Sprachassistent? War der bei Audio? Das kann natürlich sein. Da genau, Warnung ist Signal, ist noch aktiv. Warum piept er denn nicht mehr, wenn wir zu schnell sind? Das verstehe ich nicht. Oh, schon wieder rot, ich glaub's nicht.
Was ich auch cool finde, ist, wie sie diese Licht... Schon wieder rot. Wie sie diese Lichtkegel von dem, von den Scheinwerfern nachbauen. Oh, Straßenbahn. Nice. Ah, ne, ist ja keine Straße. Oh, doch, 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 Straßenbahn. So, hier müssen wir jetzt rein. Wieder unser obligatives, obligatorisches 170 Euro diesmal. Like, what the fuck? Oh. Gucken wir mal jetzt, ob wir da richtig schön Pause machen können. Oh, schön ausschwenken hier. Da seht ihr das richtig, diese Lichtkegel, dass sie auch tatsächlich so aussehen wie beim echten LKW. Ne, man sieht hier den linken Lichtkegel, der geht hier hoch. Und dann geht er hier aber wieder runter. Und dann geht er hier der rechte Lichtkegel wieder ein bisschen hoch. Das liegt halt daran, dass er halt links ein bisschen niedriger ist, damit die entgegenkommenden Fahrzeuge, die ja nun mal links von einem entgegenkommen, halt nicht geblendet werden. Ne? Und rechts wiederum ist aber schon ausgeleuchtet, damit man halt Verkehrsschilder oder Fußgänger und so gut erkennen kann. Und Fußgänger, die können geblendet werden. Die sind egal. So, mal gucken, ob ich hier schon gut draufkomme. Aber wir können einfach so direkt Pause machen. Ist natürlich praktisch. Wir stehen noch einigermaßen normal. Let's go. Und es regnet. Weißt du was? Pennen wir direkt nochmal. Ist natürlich wieder dunkel. Können wir nochmal pennen? Oh, aber du bist im Augenblick nicht... Oh, okay, das heißt, man kann dreimal maximal schlafen. Hintereinander, meine ich jetzt. So, dann ziehen wir hier mal wieder raus. So, kann man irgendwie diesen Kackregen hier wegmachen? So. Jetzt haben wir wunderschöne Sicht auf den LKW, ungefähr so. Und das Ganze nur um zu speichern. Bin ich eigentlich behindert? So, Speicherstand 1 überschreiben. Speicherstand 2 überschreiben. Und den hast du nämlich gebraucht, eigentlich gar nicht mehr. Denn wir haben ja gesehen, das Spiel funktioniert wunderbar. Das heißt, eigentlich können wir den hier löschen. So. Den können wir tatsächlich einfach löschen. Es war eine schöne Zeit mit dir. So, jetzt haben wir nämlich überall diese schönen Vorschaubilder. Bap. So, nochmal schnell speichern. Okay, beim Schnellspeichern ist aber generell auch kein Bild. Egal, ob ich freie Fahrt habe oder nicht. Ist natürlich auch interessant. Aber das ist aber hier jetzt schöne Bilder. Naja. So, wir wollen für diese Folge Feierabend machen. Die Folge ist schon wieder fast eine Stunde. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge und ja, das war's mit dieser Folge und dann mal gucken, ne? Bis dann.